And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Ja, dem müssen wir uns jetzt stellen. Da tue ich mich aber vorbereiten. Ich bin doch nicht verrückt. Beziehungsweise abspeichern. Todele. So, mal schauen, was es bringt. What's going on? Whoa! Würmchen ist das wieder. Arschgesicht. Oh, das ist aber unnett. Na? Einfach geht das. Nee. Ich hätte vielleicht ein Dings mehr mitnehmen sollen, wäre vielleicht besser gewesen.
Oh. Ach du Scheiße. No. War doch klar. Eine Spinne, das wusste ich ja nicht, dass die auch da drin unten sind. Naja, dann machen wir das halt so. Nehme ich eins mehr mit. Schaden tut's ja nicht. Ich weiß, warum ich gespeichert habe. Ey, so oft gestorben bin ich noch nie, aber das ist wirklich, wenn man es ewig nicht mehr spielt, da ist man total raus aus dem ganzen Ding, ey. Und dann kommt noch die Dinge hinzu, wenn du PS5 spielst und dann den PS1 und PS3 Controller. Alter Schwede, ist das was anderes. Nehme ich Nummer 1 mit, wa? Dein normales Spaß war, wenn so. What's going on? Nu? Oh, das ist ungemütlich, sowas. Das mag ich nicht. Hallo? Hier hoch konzentrieren. Was für dich, mein Freund. Ich habe mich echt nicht dran entsinnen, dass hier Spinnen waren, Alter. Da kann man sich irren. Ja.
Geht doch. Du. Mal gucken, wenn ich das jetzt kombiniere. Warum sollte das auch mehr Effekt haben? Nee, eigentlich nicht, ist ja kein Gift, weil ich habe, aber trotzdem. Tschüss. Nix. Brav. Den schauen wir mal, wo wir landen werden. Hierhin jetzt, geh mir jetzt nicht auf den Sack hier mit deinem Tentakel-Scheiß. Das war's wohl. Ein kurzer Auftritt und weg ist er wieder. Man das den Leuten immer gleich immer beweisen muss, das ist so schlimm. Carefully. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as day breaks. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks. Come on, we have to hurry. There isn't much time left. Nee, nicht mehr viel Zeit. Deswegen müssen wir uns übereilen. Das geht so nicht weiter, du. Das geht hier nicht weiter. Tagebuch des Abteilungsleiters. 25. April, heute ist mein 30. Geburtstag. Wurde heute in diese Einrichtung versetzt. Darüber bin ich sehr froh, denn die Arbeitswelt ist etwas ganz anderes als das Leben in der Universität. 14. Mai, das Entsorgungssystem ist fertiggestellt. Mithilfe einer besonderen Art von Gas kann es die Zellen der Probanden zerlegen. Das müssen wir noch testen, ehe wir mit dem Einsatz des Systems in der Praxis beginnen. Da es zurzeit noch nicht 100%ig stabil ist. 20. Mai. Während ich den Behandlungsraum überprüfte, ging die Tür zu. So, dass ich drin eingeschlossen war.
konnte eine Stunde lang nicht hinaus. Tja, auch wenn man die Schlüsselkarte besitzt, ist sie nutzlos, wenn man innen eingesperrt ist. 7. Juni. Wir müssen immer mehr Probanden entsorgen. Das System arbeitet nicht zuverlässig. Das Laborpersonal gibt nicht auf, meine Meinung und das Laborpersonal gibt nichts auf meine Meinung und ich bin langsam ziemlich frustriert. 16. Juli, wir werden die ganzen Kadaver nicht los und die Qualität des Flüssigmedikamente ist auch nicht gut genug. 29. Juli, da das System immer weniger funktioniert, sinkt die Anzahl der toten Körper nicht. Der Grad der Infektion ist höher und die Antikörper, die wir einsetzen, können der neuen Virusmutation nichts anhaben. Einige der Angestellten haben sich mit der Krankheit angesteckt. Ich habe zwar weitergearbeitet, aber ja. Ich trage stets eine Waffe bei mir. Ich muss daran denken, eine Kugel für mich aufzuheben. Ich möchte am liebsten heulen. Ich will hier nicht sterben. Ich bin sicher, dass ich den Verstand verliere, wenn ich mir vorstelle, wie schmerzhaft der Tod sein wird. Tja, einfach nicht dran denken, ist vielleicht das beste Heilmittel. Sodale? Oh Mann, das. Mal alles rausschmeißen, was geht. Und dann einsacken, was geht. Das hätten wir. Das hat mal. Nein. Ach so, das Ding ist ja alles klar. Wo ist denn jetzt der Granatwerfer? Hier ist er doch. So, was macht man da jetzt? Ja, erstmal nicht. Ich gehe erstmal dahin hier. So, das und dann müssen wir glaube ich das hier machen. Na, geht doch.
Und das auch. So einfach geht das. Ist das auch schon mal erledigt. Und tschüss. Au! Okay, da ist noch mit Kraut. Geht doch. Die anderen Kräuter nehme ich dann mit. Nicht aufpassen, jetzt kommen hier bestimmt die Viecher unten. Bäh. Ja! Wie fies ist das denn? Ich spawne direkt neben den Viech, ey. Oh. Was das jetzt? Na, hoffentlich. Ekelwürmer. Ja, darf ich auch mal? Also, ehrlich. Statt da hochzusteigen. Nee. Das ist so nix. Nimm mal gleich mal die Wasserprobe, wa? Sicherheitshandbuch. Sicherheit der Werkanlage. Da es sich bei dieser Anlage um eine als verlassene Fabrik getarnte Einrichtung handelt, wird sie manchmal von Zivilpersonen betreten. Zögern Sie nicht, auf sie zu schießen. Wenn sie sich ergeben, werden sie festgenommen und dem Labor als neue Meerschweinchen zugeführt. Was? Sie erhalten eine Belohnung. Wartung der Vorrichtung. Die gesamte Anlage wird von einem Epidemieschutzsystem kontrolliert. Wenn es eine Verseuchung im Behandlungsraum oder im Becken für die Versetzungsproben entdeckt, wird die Anlage automatisch zur Isolation verriegelt. In diesem Fall müssen Sie das Handbuch zur Rate ziehen und um sie wieder zu öffnen. Wenn die Kontamination über die Höchstgrenze liegt, werden automatisch im ganzen System die Schleusen geschlossen. Dann müssen sie in der Anlage bleiben und auf weitere Anweisungen warten. Jene, die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen, müssen mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Naja.
Ah ja. Brauche ich. Ja, obwohl, jetzt brauche ich sie nicht. Gehen wir mal runter. Das ist ein tolles Rätsel, ey. Da habe ich früher dran gehangen, wie nichts Gutes. Jetzt kann es auch teilweise noch ein bisschen blöd sein, weil halt, das ist ein bisschen mit Zufall verbunden und ein bisschen mit Glück und ja. Ist halt dann ein bisschen schwierig. Auch den haben wir erledigt. Die Probe rein, die ich ausgepackt habe, ich Trottel. Wo ist die Probe?